Wenn Tiere in Gefahr geraten, sind sie freiwillig zur Stelle, die Tierretter. Ich versuche jetzt mal, die einfach mal hier hinzulocken. Sie fangen, sichern, bergen. Mit ungewöhnlichen Methoden und vollem Einsatz. Manchmal packt mich auch so ein bisschen der Ehrgeiz. Und dann ist es auch so eine Sache zwischen dem V und mir, dass man dann da so ein Ding am Laufen hat. Ob Federn, Fell oder Flossen, sie kämpfen für jedes Tier. Und manchmal auch für die Katz. Nein, nein, nein. Das ist nicht wahr. Düsseldorf. Die Tierretter Stefan Bröckling und Coco Freudenberg hat einen Notruf erreicht. Der Einsatzort liegt 60 Kilometer entfernt im Bergischen Land. Da ist uns ein Taubenhalter gemeldet worden, der wohl eine Greifvogelfalle aufgestellt hat, weil er wohl einen Schaden durch Greifvögel hatte und jetzt den Greifvogel einfangen will, der ihm die Tauben da wegfängt. Das ist aber verboten. Also es ist sogar ein Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Das darf der nicht. Allein der Versuch ist schon strafbar. Vor 3 Jahren hat Stefan den Verein Tiernotruf gegründet. Er hilft Privatpersonen und Behörden ehrenamtlich bei der Rettung von Haus- oder Wildtieren. In diesem Fall haben 2 Vogelschützerinnen die Falle gemeldet. Sie ist auf einem abgelegenen Grundstück versteckt. Jetzt schleichen wir uns von hinten durch den Wald ran und gucken mal, ob wir das von hinten dann einsehen können. Wenn wir das jetzt nicht machen und diese Greifvogelfalle ist tatsächlich da und ist auch scharf gestellt, dann wird er damit über kurz oder lang Greifvogel fangen und den wird er dann töten. Also das muss man auch ganz klar sagen. Die legen die ja nicht irgendwo in eine Ecke oder packen die in den Käfig oder so, die töten die. Schätzungen zufolge sterben in Deutschland jedes Jahr hunderte Greifvögel durch illegale Verfolgung. Nur selten können die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Stefan engagiert sich seit seiner Jugend für den Tierschutz. Er war lange für die Organisation PETA tätig. Für ihn besteht kein Zweifel, dass es sich hier um eine aktive Falle handelt. Krass, ne? Die Falle, die ist schon sehr oft in Gebrauch gewesen. Das sieht man daran, dass das Netz schon wohl mehrfach geflickt ist. Dazu kann man auch sehen, dass die Taube, die hat einen Futter- und Wassernapf drin. Das heißt, die steht hier wirklich seit Tagen oder noch viel länger. Die hat er abgeschrieben, die ist ihm auch scheißegal. Die wird aber mit Futter und Wasser versorgt, nicht aus Tierschutzgründen in erster Linie, sondern damit die so lange wie möglich als Locktaube dienen kann. Weil die Falle auf Privatgrund steht, dürfen die Tierretter sie nicht einfach unschädlich machen. Doch Stefan sichert Beweise für eine Anzeige. Ich rufe jetzt erstmal die Polizei an, direkt von hier aus. Und die anderen müssen hier auf jeden Fall aufpassen, auch mit laufender Kamera. Ich lasse euch dann eine GoPro hier oder sowas. Dass wenn der da jetzt doch kommt, weil es kann ja jetzt auch sein, dass jemand uns im Haus hier sieht oder so. Wenn der jetzt doch kommt, dass er die Falle nicht schnell entsorgt. Leichlingen bei Köln. Auch Markus Barke und seine Frau Anne haben sich der Rettung von Tieren verschrieben. Vor 10 Jahren haben sie die Dogman Tierhilfe gegründet. Der gemeinnützige Verein hat mehr als 60 Mitglieder und ist inzwischen als Anlaufstelle für Fundtiere anerkannt. Da sind wir wieder. Hallo. Hi. Hallo. Ja, aber schnell. Ja, wir haben Abbruch gehabt. Ja. Die Passanten haben wohl den Schwan wieder runtergetrieben zum See. Und der hat wohl gut mitgespielt und jetzt ist er wieder im Wasser. Wir sind bei der Tierrettung hier und da ist das normal, sag ich jetzt mal. Das kann passieren. Insgesamt sind wir ein 20-köpfiges Team. Anne ist meine Frau. Die anderen Leute sind meistens von zu Hause EB oder sind halt eben... kommen dann nachher hier ins Vereinsheim. Das ist immer je nachdem, dadurch, dass alle ehrenamtlich arbeiten und gemeinnützig sind. Wir hatten beide eigentlich, als wir uns kennengelernt haben, die gleiche Einstellung. Und wir dachten dann auch, wir müssten da halt was zusammen auf die Beine bringen. Ja, mittlerweile ist es halt unser Leben. Ja, hallo, ich höre. Die Tierretter bieten einen 24-Stunden Notdienst an. In diesem Fall handelt es sich um einen ganz besonderen Auftrag. Okay, alles klar. Tschüss. Danke. Oh, wir haben ein V in Mönchengladbach.
Der ist wohl da schon seit längerem. Die versuchen seit mehreren Monaten, den einzufangen, haben aber keine Chance, den zu kriegen. Der ist wohl sehr schlau. Der terrorisiert die ganze Nachbarschaft da, weil der ist wohl Tag und Nacht, sitzt er auf den Dächern und krakeelt da rum. Um den widerspenstigen Vogel einzufangen, setzt Markus auf spezielles Equipment. Sein Verein verfügt über eigene Einsatzfahrzeuge und ein ganzes Arsenal an technischer Ausrüstung. Das ist mein Ghillie-Suit. Der ist extra dafür gedacht, um sich richtig schön tarnen zu können. Den zieht man einfach über. Da gibt es die Hose, die Jacke. Normalerweise wird das benutzt bei Scharfschützen im Gelände, die sich dann irgendwo niederlassen, um dann halt eben nicht sofort gesehen zu werden. Ne? Und wir benutzen sie halt in der Tierrettung. Tarnanzug, umgebaute Rettungswagen, Uniformen. Markus' Arbeitsweise ist effektvoll. Ob sie auch effektiv ist, wird sich zeigen. Das ist alles so ein bisschen schwieriger mit so einem V. Die sind sehr eigenwillig. Das ist auch ein Netzwurfgerät, was normalerweise in Afrika benutzt wird, um Karibus vom Hubschrauber auszufangen. Das ist das Antriebsteil. Und hier haben wir den Netztrichter, wo das Netz drin aufbewahrt wird. Zurück zur Greifvogelfalle im Bergischen Land. Tierretter Stefan hat die Polizei verständigt. Die Beamten und drei Mitarbeiter des Veterinäramtes wollen sich vor Ort ein Bild von der Lage machen. Der Taube sitzt im Käfig, soll also praktisch den Greifvogel anlocken. Der kommt dann von oben und in dem Moment, wo der oben dieses Kreuz, was da drüber ist, berührt oder sich sogar drauf niederlässt, schnappt die Falle so scherenartig zusammen und der ist gefangen. Ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Ab hier übernehmen die Behörden. Wir gehen jetzt vorbei. Alles klar. Danke. Also es ist jetzt nicht der erste Fall bei uns. Von daher kennen wir die Fallen und wissen, wie das Ganze vonstatten geht und können damit auch entsprechend umgehen. Das Veterinäramt versucht jetzt, den Tierhalter ausfindig zu machen. Denn tatsächlich die Gefahr besteht, dass die einen Hausdurchsuchungsbefehl bzw. eine richterliche Verfügung brauchen, um auf das Gelände zu kommen, wenn er nicht angetroffen wird. Dann könnte es sein, dass die Falle hier heute nicht weggeräumt wird. Deswegen wäre es schon gut, wenn der Mann einfach zu Hause ist und mit den Behördenvertretern auf sein Gelände geht und die Falle sofort übergibt. Stefan bleibt im Hintergrund. Doch die Tierretter versuchen, den Einsatz so gut wie möglich zu dokumentieren. Für ihre Medienarbeit und um sich rechtlich abzusichern. Denn nicht selten ziehen sie den Zorn der Betroffenen auf sich. Bitte wiederholen. Auch mit Film oder nicht? Es kann sein, dass sie gleich von hinten bei euch auftauchen. Alles klar. Jetzt haben die halt das Veterinäramt hier vor der Haustür stehen und und die Polizei. Das ist natürlich unangenehm. Und da kann es natürlich schon mal sein, dass dann so ein, weiß ich nicht, 60-, 70-jähriger Taubenzüchter da nicht gut auf mich zu sprechen ist. Ist mir aber ehrlich gesagt scheißegal. Ne? Er ist derjenige, der hier das Gesetz bricht. Er ist derjenige, der hier Tiere quält und tötet. Und deswegen muss er da zur Rechenschaft gezogen werden. Der Besitzer der Falle ist nicht vor Ort. Doch seine Tochter lässt die Beamten auf das Grundstück, wo sie die Taube befreien und die Greifvogelfalle entschärfen können. Ein befreiendes Gefühl, dass die Falle weg ist, die Taube raus ist und ja, Polizei und auch Veterinäramt so hilfsbereit waren, das wirklich auch ernst genommen haben. Das ist schön. Also abschließend kann ich Ihnen mitteilen, dass freundlicherweise die Tochter des Besitzers uns freiwillig aufs Grundstück gelassen hat. Dadurch hatten wir die Möglichkeit, die Taube lebend da rauszuholen. Mhm. Diese Lebenfalle wird halt jetzt sichergestellt und auf jeden Fall hat es strafrechtliche Konsequenzen für den Eigentümer. Die illegale Jagd auf Greifvögel kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder einer Geldstrafe von mehreren 1.000 Euro geahndet werden. Wir haben den Besitzer der Falle um eine Stellungnahme gebeten. Die Falle habe ich aufgestellt, nachdem ich keine andere Möglichkeit gesehen habe, weil ich immer mehr Tiere durch den Greifvogel verliere. Ich ging davon aus, dass es immer der gleiche ist. Deswegen fühlte mich gezwungen, das zu machen, aber nicht um das Tier, wenn es denn in die Falle gegangen wäre, um es zu töten, sondern um es entfernt, in eine größere Entfernung freizulassen, fliegen zu lassen. Wie hoch die Strafe in diesem Fall ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Das Verfahren läuft noch. Westlich von Mönchengladbach geht auch Tierretter Markus Barke heute auf Vogeljagd. Auf seine Weise.
In einer Auffangstation für herrenlose Tiere sorgt ein Pfau mit seinem Geschrei für Ärger mit den Nachbarn und soll umgesiedelt werden. Ich bin heute ohne Begleitung, aber ich denke wohl, dass ich das auch allein schaffen würde. Zur Not haben wir ja auch noch Helfer hier vom Platz, die dann auch unterstützend unter die Arme greifen können, ne? Und nicht zuletzt verlässt sich der ehemalige Personenschützer auf seine technischen Hilfsmittel. Ich gebe dir jetzt schon mal ein Funkgerät. Dann schaust mal, ob du den irgendwo siehst. Ja, ja? Dann können wir da drüber. Ja. Ich gehe mal Hand auf die Wiese und dann gucke ich mal, ob er da genau. ist. Genau. Okay. Dann können wir uns ja mal. Alles klar, dann sagst du mir Bescheid. Ne? Okay. Okay. In der Zeit kann ich hier noch fertig machen. Der Pfau ist sehr scheu. Da greift selbst Markus zum Gewehr. Für einen Fangschuss auf Tierretterart. Wir haben uns dazu auserkoren, den Tieren da zu helfen, wo es nur geht. Und da zählt dann sowas auch dazu. Ne? Bevor dann später der Jäger kommt und den abschießt, weil sie den hier nicht mehr dulden, versuchen wir es lieber so. In voller Tarnmontur möchte sich Markus an das Tier anschleichen. Doch das dürfte erst einmal schwierig werden. Kannst du dann von hinten nach hinten gehen und gucken, wenn er jetzt da hinten irgendwo auftaucht? Ja, okay, dann gehe ich mal da hinten hin und guck. Ja, okay, alles klar. Solange der Pfau auf dem Dach sitzt, kann Markus nicht viel ausrichten. Doch so schnell gibt er nicht auf. Manchmal dann packt mich auch so ein bisschen der Ehrgeiz und dann ist es auch so eine Sache zwischen dem Pfau und mir, dass man dann da so ein Ding am Laufen hat. Schon kurz darauf geht das Duell Mann gegen Pfau in seine heiße Phase. Der ist jetzt vom Dach runter. Ich muss jetzt mal schauen, ob ich den da kriege. An der Seite. So, jetzt kannst du loslassen. Ja, sicher? Ja, zieh drüber das Netz. Dem Pfau geht es gut. Er wird auf das mehrere Hektar große Gelände eines nahegelegenen Schlosses umziehen. Mit Artgenossen und ohne lärmempfindliche Nachbarn. Ja, wir sind natürlich super froh, dass er eingefangen ist. War ja nun auch eine Riesenaktion. Ja, der wird jetzt heute Nacht noch bei uns im Tierrefugium bleiben und wird dann morgen von den neuen Besitzern sozusagen abgeholt und zieht dann in sein neues Zuhause um. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Und jetzt geht's weiter. In Bergisch Gladbach braucht auch Carmen Patt die Hilfe eines Tierretters. Oder besser gesagt, ihre Katze Nala. Denn die sitzt auf einem Baum fest, der Klassiker. Für Stefan Bröckling bedeutet das einen Einsatz in schwindelnder Höhe. Grundsätzlich macht mir jetzt so eine Höhe erstmal keine Angst. Zumindest nicht, wenn ich im Einsatz bin, wenn da ein Tier oben ist. Dann stört mich die Höhe eigentlich wenig. Trotzdem ist es so, ich mache nicht jeden Baum. Also es gibt auch durchaus Bäume, wo ich sage, sorry, der ist mir zu gefährlich, zu dünn oder totes Holz. Ich kann die Baumstatik nicht einschätzen. Das muss jemand anderes machen. Aber ich guck's mir jetzt erstmal an. Hallo. So. Hallo. Wir hatten telefoniert, ne? Nee, mit ihr. Stefan Bröckling, hallo. Hallo, Pat. Hallo. Okay. Hallo. Ihre Katze, ja? Ja. Okay, wie heißt sie? Ja. Nala. Nala. Ja. So, wie lange sitzt die da? Also, wann haben Sie die gefunden? Gestern haben wir sie gefunden, aber 8 Uhr. Ne? Ja. 8 Uhr. 8 Uhr habt ihr die gefunden. Und wie lange war die nicht zu Hause? 8 Tage. 8 Tage, das heißt, wir können eigentlich davon ausgehen, weil du wohnst in der Nähe, ne? Ja. Das heißt, eigentlich können wir davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich 8 Tage da oben sitzt. Am Anfang habe ich geweint, aber die Tage hatte ich mich eigentlich entspannt, bis wir sie gestern gefunden haben. Und als ich gesehen habe, wie hoch der Baum auch war, da habe ich hier im Wald gestern Abend eine leichte Panikattacke gekriegt. Panik hat Stefan zwar nicht, dennoch muss er den riskanten Einsatz gut planen. Also das Tier sitzt schon relativ hoch, ich würde sagen locker auf 20 Meter. Das Problem ist, die ist jetzt schon überall rumgeflitzt und höher und wieder runter. Die wird das definitiv machen, wenn ich da hochgehe auch. Und ich bin jetzt halt am Überlegen, wo ich das Seil einbaue. Idealerweise komme ich von oben, dass ich nicht halt
vor mir hochklettert, sondern praktisch gezwungen ist, vor mir runterzugehen, wenn sie schon Angst hat. Das Problem ist nur, dann kommt sie halt da unten in diesen Abzweigbereich und dann kann sie da einen anderen Ast wieder hochklettern. Und dann ist sie definitiv schneller als ich. Es gibt keine Ausbildung zum Tierretter. Im Laufe der Zeit hat sich Stefan aber spezielle Fähigkeiten angeeignet, darunter das Baumklettern. Also die Feuerwehr, die hat hier, soweit ich weiß, ja schon abgelehnt. Ob ich jetzt tatsächlich der Einzige bin, der helfen kann, das wird sich zeigen. Ich bin da momentan noch ein bisschen skeptisch. Ne? Wir probieren jetzt erstmal Seil einzubauen. Alles andere wird sich dann ergeben. Der Baum steht auf einer Wiese und ist für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr schwer zu erreichen. Doch Stefan hat andere Möglichkeiten. Das ist jetzt so eine Wurfbeutelschleuder. Damit kann ich ein Pilotseil oben in den Baum reinschießen. Also eine dünne Schnur, hier diese gelbe, die hier, die kann ich da hochschießen. Und an der kann ich dann hinterher mein anderes Seil hochziehen. Es kann sein, ich weiß nicht, ob ich es eben schon gesagt habe, es kann sein, dass die runterfällt bei der Aktion. Ne? Dass die so eine Angst hat, dass sie vor mir abhaut und in den dünnen Astbereich geht und bevor ich dann da bin. Ne? Also das, nur, dass du das weißt. Ne? Wenn dir das Risiko zu groß ist, können wir es auch gerne abbrechen. Nein. Ne? Aber ich muss das halt vorher sagen. Ja. Ne? Wenn es schief geht, geht schief und ich kann abschließen. Und wenn es gut geht, dann fahre ich mit dir zum Tierarzt. Und wenn es optimal ist, dann ist sie heute Abend mit mir am Kuscheln vom Fernsehen. Also das, die Option gibt es jetzt. Na gut, ne? Okay, also Höhe ist schon mal gar nicht verkehrt. Jetzt beginnt der anstrengende Part. Der 46-jährige Tierretter muss der Katze nahe genug kommen, ohne sie schon beim Hochklettern zu verscheuchen. Die Katze hat sich ein bisschen bewegt, aber ist noch, an der Stelle. Okay, ich bin jetzt praktisch auf der Höhe der Katze. Die ist auch nur 1,5 Meter von mir weg. Aber es ist halt noch ein dicker Stamm dazwischen. Nein, nein, nein. Oh, das ist nicht wahr. Wo ist sie? Weit über mir. Da komme ich nicht mehr dran. Scheiße. Kam. Geh mal jetzt davon aus, dass das heute nicht mehr klappt. So leid's mir tut. Ich komme von hier aus da nicht hoch. Ich müsste von unten noch mal komplett von vorne anfangen. Es wird gleich dunkel. Unter den Bedingungen traue ich mir das nicht so ganz zu. Also da muss auf jeden Fall morgen noch ein zweiter Kletterer dabei sein. Wie geht's dir denn jetzt? Na, ich sag, 8 Tage da oben gesessen. Eine Nacht. Schafft's jetzt auch noch. Trotzdem wurmt Stefan der Misserfolg sichtlich. Also für den Rest des Tages habe ich erstmal schlechte Laune. Die Katze ist so mobil und es ist halt für mich schwierig, zwischen den Stämmen zu wechseln. Und selbst wenn ich dann hinterher klettere, geht die immer weiter hoch. Ja, hoffe ich mal, dass wir es morgen hinkriegen und dass sie morgen vielleicht auch günstig sitzt wieder. Doch der morgige Einsatz wird ausfallen. Denn Katze Nala schafft es in dieser Nacht, alleine vom Baum herunterzukommen. In gut 70% der Fälle haben es die Tierretter nicht mit Haustieren, sondern mit Wildtieren zu tun. Wie bei Markus Barkes nächstem Einsatz. Ja, wir sind jetzt unterwegs nach Köln. Es geht jetzt um eine Entenfamilie, die wieder in einem Innenhof festsitzt, die halt gegen gesichert werden muss. Und die Problematik ist halt bei den Enten und Gänsen. Natürlicher Lebensraum wird immer weniger. Die haben immer weniger Brutstätten, wo sie in Sicherheit brüten können. Also lassen sich in der Stadt nieder, in Blumenkästen, in Innenhöfen. Und dann sitzen die fest. Großstädte wie Köln bieten nicht nur Menschen ein Zuhause, sondern auch vielen Wildtieren, die sich hier neue Lebensräume erobern. Manche davon entpuppen sich jedoch als Falle. Dann ist Markus gefragt. Das ist typisch für einen Innenhof. Hier ist Ruhe. Hier kann die irgendwo ihr Nest setzen, ihre Eier ausbrüten und dann dementsprechend, wenn die Jungen da sind, dann steht sie natürlich da, ne? Weil die Jungen kommen ja hier nicht raus. Also muss man eingreifen, hat man sonst keine Chance. Weil hier kommen die Krähen von oben und man sieht, es sind nur noch 2 Küken da. Es waren mit Sicherheit mal 9. Und die Krähen holen sich die Küken, weil die hier keinen Schutz haben. Und das war's dann. Ne? Ja, ich baue jetzt das Fanggehege auf, damit die Mutter nicht verschwindet. Weil sonst, wenn ich jetzt dahin laufen würde oder irgendwie versuchen würde, mit dem Kescher zu fangen, würde das nicht funktionieren. Dann würde sofort die Mutter wegfliegen.
und die Küken erstmal alleine lassen, weil die dann erstmal in alles eine Gefahr sieht. Doch Markus kann es auch auf die sanfte Tour. Bei manchen Tieren kommt man eben schneller ans Ziel, wenn man langsam macht. Geh weiter, weiter, weiter. So ist fein. Wie geplant watschelt die Entenfamilie in die Falle und damit in Sicherheit. Zupp, zupp und schon sind sie bei der Mutter. Also wenn wir sie jetzt nicht gerettet hätten, dann hätte die Mutter wäre noch so lange geblieben, bis alle Küken aufgefressen sind. Und dann müsste sie wieder von vorne anfangen. Und so kann man sagen, hat man zumindest zwei Kleinen das Leben gerettet. Und kann da wieder sagen, man hat was Gutes getan. Tierliebe und eine große Portion Idealismus gehören für Markus dazu. Er fährt bis zu 90 Einsätze in der Woche. Ein Vollzeitjob, nur ohne Bezahlung. Natürlich würden wir gern unsere Leute anstellen, die 24 Stunden rund um die Uhr fahren. Aber es ist in der Form nicht möglich, weil wir zu 80% von Spenden leben. Und sind so viele Kosten, die aufkommen durch die Fahrerei, Equipment, Ausrüstung, Versicherungen. Dadurch bleibt da nicht mehr viel über, dass man sagen kann, man könnte jetzt die Leute davon vergüten. Es ist sehr schwierig alles. Markus war früher Personenschützer. Doch nach einem schweren Unfall musste er den Job aufgeben. In dieser Lebenskrise hat er in der Tierrettung Halt gefunden. Ich kann auch nur leben und das durchziehen, weil ich halt eine private Berufsunfähigkeitsversicherung habe, die mich da unterstützt. Und da ich in meinem alten Beruf nicht mehr arbeiten kann, ansonsten kommt da gar nichts. Dann unterstützt mich meine Frau ein bisschen. Sie hat halt eine eigene Physiotherapiepraxis. So schlagen wir uns dann durch. Ne? Von privaten Tierhaltern verlangt Markus auch schon mal Gebühren für eine Rettung. Neben Spenden und Mitgliedsbeiträgen machen die rund 10% der Einnahmen des Vereins aus. Bei Wildtieren zahlt jedoch niemand. Die Enten sind raus, gehen jetzt ihren Weg. Und damit habe ich meine Pflicht erfüllt, den Kleinen zu helfen. Und ich hoffe, die haben jetzt ein gutes Leben. Jedenfalls sind ihre Überlebenschancen hier im Park deutlich höher. Auch Stefan Bröckling verdient als Tierretter kein Geld. Im Gegenteil, er zahlt sogar drauf, um seinen Traumberuf ausüben zu können. Es ist ein Leben, zumindest in meinem Fall, wo ich von der Altersarmut ausgehen muss. Ich habe also für diesen Tierrettungsdienst, um den ins Leben zu rufen, habe ich meine Altersvorsorge gekündigt. Und ich kann jetzt auch nebenbei so gut wie gar nicht arbeiten gehen, sodass es finanziell eben auch wirklich sehr schwierig ist. Aber ich habe mich selber dazu entschieden. Es hat mich keiner dazu gezwungen. Und deswegen ist das eigentlich mein Traumleben. In Bergheim haben es der 46-Jährige und sein Helfer Michael Becker heute möglicherweise mit einem Einsatz auf dem Wasser zu tun. Hier auf der Erft schwimmt ein Schwan oder ein Schwanpärchen und das männliche Tier ist wohl verletzt. Scheinbar ein Flügelbruch. Ich habe bisher nur Fotos gesehen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Tier ausfindig machen. Da hinten in dem Bereich muss irgendwo schon eine Dame, eine Melderin sein, die das Tier gesichtet hat und die suchen wir jetzt erstmal auf. Wir holen jetzt erstmal unser Equipment. Am Anfang versuchen wir es erstmal mit Material zum Anfüttern. Vielleicht kann ich den mit der Hand fangen. Wegfliegen kann der Schwan vielleicht nicht mehr. Doch auf dem Wasser ist er nur schwer zu erreichen. Bei einer Brücke stoßen Stefan und Michael auf den verletzten Vogel und seine Partnerin sowie auf die Passantin, die Tierretter gerufen hat. Der hintere, ne? Ja, okay, man sieht sie eindrücklich. Das ist der hintere, ja. Okay, ich versuche jetzt mal, die einfach mal hier hinzulocken. In dem Fall wären Körner jetzt verkehrt, die würden sofort sinken. Ich gucke mal, ob die auf das Brot reagieren. Das schwimmt ein bisschen auf der Wasseroberfläche. Das nimmt man natürlich nur zum Fangen und nicht, um die zu füttern. Und dann gehe ich mal einfach vorsichtig da vorne runter und gucke mal, ob ich die da hinkriege. Wenn möglich, möchte Stefan den Schwan gleich mit der Hand fangen. Doch dazu muss er ihn nah genug ans Ufer locken. Gehen wir erstmal an sicheren Ort, würde sagen, da hinten hin.
Die Verletzung, ne? Wollen wir den mal eben Socken überziehen? Ja. Die Socke ist auf seinem Kopf, weil er dadurch nicht sieht, wo er hinflüchten könnte. Der war schon ein bisschen zögerlicher geworden. Dann war es so, dass der Schwan sich ein bisschen weiter hinten aufgehalten hat. Es hätte sein können, wenn ich jetzt noch länger gezögert hätte, dass die Situation schlechter geworden wäre. Und dann ist es mir lieber, ins Wasser zu springen und das Tier dann zu sichern, als eben die Chance vertun zu lassen. Weil hier mit dem Schlauchboot einen Schwan zu verfolgen, der immerhin zwei gesunde Füße hat und verdammt schnell auf dem Wasser ist, das ist nicht so einfach. Die Füße sind gesund, aber die Verletzung des Flügels ist schwerer als gedacht. Also ich würde vermuten, was relativ häufig vorkommt und wo wir auch letztens erst wieder mit zu tun hatten, ist ein Hundebiss. Der braucht eine antibiotische Versorgung für einen Zeitraum von mindestens 7 bis 10 Tagen, denke ich mal. Die wäre schon nicht unwichtig. Stefan und sein Team übernehmen nur die technische Seite der Tierrettung. Eine medizinische Versorgung können sie nicht leisten. Die Männer bringen das verletzte Tier deshalb in eine nahegelegene Auffangstation. Markus Barke ist seit 12 Jahren als Tierretter aktiv. Seine Frau Anne unterstützt ihn nicht nur finanziell, sondern begleitet ihn oft auch bei seinen Einsätzen. So, wir sind jetzt hier in Fellbad und hier soll die Katze mit 7 Kitten sein, die wir jetzt einfangen müssen, weil das direkt an der Verkehrsstraße ist, wo auch ziemlich rasant gefahren wird. Es handelt sich vermutlich um eine verwilderte Hauskatze. Martina Wagner und Heike Schenk haben die Tierretter gerufen. Genau. Wir sind beide Nachbarn und wir haben dann gesehen, dass hier eine Katze war, die tragend war. Dann bin ich alles absuchen gegangen, habe sie aber leider nicht gefunden. Bis dann vor circa 3, 3,5 Wochen wir sie gefunden haben, bei uns unter der Garage. Wo ist die Futterstelle? Die Futterstelle ist unter diesem Auto. Dann würde ich sagen, holen wir die Fallen raus und dann machen wir die mal, bestücken wir die. Um die Katze und ihre Jungen von der Straße fernzuhalten, haben die Anwohnerinnen sie hier regelmäßig gefüttert. Markus macht sich das zunutze, indem er genau am gleichen Ort seine Fallen aufstellt. Ja, wichtig ist, dass halt eben eine Futterspur reingeht, dass die Kleinen das mitbekommen, dass da Futter drin ist. Die haben ja heute noch nichts zu fressen gekriegt, also besteht die Möglichkeit, dass wir heute auch schon die ein oder andere in die Falle bekommen. Im Idealfall sogar den kompletten Wurf samt Muttertier. Doch die Katzen sind sehr scheu. Es müssen 4 oder 5 Katzen sein, die buddeln an der Falle, um an das Futter ranzukommen. Aber die müssen noch den Eingang finden. Wir müssen schon Geduld haben. Ne? Da ist jetzt eine Katze drin, die frisst da ganz gemütlich. 2 der Jungen sitzen in der Falle. Doch der unangenehme Teil der Arbeit kommt erst noch. Denn so klein und süß die Katzenbabys sind, sie wissen sich durchaus zu wehren. Reinhard, pass auf. Wir haben extrem spitze Zähne. Und Katzen haben unwahrscheinlich starke Bakterien im Mund. Und die sorgen sofort für üble Geschichten. Aber richtig üble Geschichten. Also ich lasse mich lieber 6 Mal vom Hund beißen, als 1 Mal von der Katze. Den Tierrettern gelingt es, die hungrigen Katzen nach und nach einzufangen. Im Tierheim können sie geimpft, entwurmt und an neue Familien vermittelt werden. In Bergheim ist auch Stefan mit seinem Schwan inzwischen im Tierheim eingetroffen. Der verletzte Vogel braucht eine medizinische Versorgung und muss aufgepäppelt werden. Haben Sie einen Tierarzt, der sich das nochmal anschauen kann? Heute nicht mehr. Heute nicht mehr, nein. Der ist seit einer Woche damit unterwegs. Da kommt es auf einen Tag nicht mehr an. Da muss ich jetzt die Einschätzung vom Tierarzt abwarten, was dann für ihn am besten ist. Aber jetzt hat er erstmal Ruhe, wird versorgt und kriegt Schmerzmittel, sodass er auf jeden Fall schon mal die Schmerzen los ist. Ohne das Eingreifen der Tierretter hätte der Schwan vermutlich nicht überlebt. Er selbst kann seinen Rettern zwar nicht danken, andere umso mehr. So, ich muss mich nochmal ganz herzlich bedanken. Kein Problem. Toll. Vielen Dank. Ja, ich danke für die Meldung. Also der Tag ist gerettet und ich bin wirklich froh. Nach der Heilung wollen die Tierretter den Schwan in sein altes Revier zurückbringen. Ja, der Tag war ein voller Erfolg. Das Tier ist gesichert, ist jetzt super untergebracht. Wird mit der Verletzung wahrscheinlich zurechtkommen. Die Flugfähigkeit wird zwar nicht mehr hergestellt, aber das Tier kann zurück zu seinem Partner. Und ich sag mal, besser hätte es eigentlich so vom Einsatz her nicht laufen können.
Der letzte Einsatz für heute. Die Tierretter haben Feierabend. Zumindest so lange, bis der nächste Notruf eingeht.